Da sind wir wieder zurück bei Tupo und Hospital. Die Invasion der Clowns. Geht weiter. So, hier werden noch zwei weitergebildet. So, muss ich noch ein paar Mitarbeiter befördern. Mal Mülleimer bauen hier. So, ja, 7 warten hier drauf. Vorhin habe ich die ganze diese Monobiester gesehen. Jetzt kommt natürlich keiner und kriecht über den Fußboden. Okay, ich baue euch ja nochmal Getränkeautomaten. Die muss ja noch freischalten. Und dafür muss ich noch extra was bezahlen. Da warten wir noch ein bisschen, was wir noch gut haben. Hier warten 18 Leute beim Psychiater. Na, das läuft ja. Abgesehen davon, ist da 18 warten. Der Deprimator, das ist natürlich auch ein nettes Gerät. Aber danach geht es ihm wieder besser. Das ist doch auch nicht schlecht. Oh Mann. Station ist auch gut besucht. Wir warten noch immer noch 18, ne? Das wird auch nicht weniger. Beförderung. Oh ja, hier. Komm, wir haben ja gerade ein bisschen Kohle. Da grinst er doch ein bisschen mehr. Oh, gleich sind meine Mitarbeiter weitergebildet. Sache Motivation. Hervorragend. Patients are reminded not to believe in ghosts. Hat nicht funktioniert, aber er ist trotzdem noch fröhlich. Ah, zurückkehren, wie es hier steht, werde ich wahrscheinlich erstmal nicht. Hier unten als Tipp. Einen erwischt. Und dann, ich werde erstmal alle Krankenhäuser auf jeden Fall, wenn ich befördert werde, anspielen. Und dann zum Ende können wir uns nochmal überlegen, ob wir vielleicht einmal eins ein bisschen länger betreuen. Ich baue nochmal ein paar Bänke hin. Mit dem Monobiestern wird wohl nichts. Ich sehe gerade keine mehr. Das Zirkusproblem ist noch am Laufen. Und es steht noch eine Beförderung aus. Und dann war es das auch schon mit dem Krankenhaus hier.
Oh, da machen wir uns rauf in den frostigen Norden, würde ich sagen. And so another day begins in Two Point County, where students at the Mitten School of Medicine may soon be able to practice on actual living University. People. Any budding doctors should remember that gluing heads back on to accidentally decapitated patients is all very well with dummies, but there are no do-overs in real life. Gut, was uns hier erwartet. It's easy to get lost around Tumble, and it's even easier to fall down. That's why authorities recommend only seasoned climbers and hikers visit this beautiful region of Two Point County. Or at least people with good health coverage. The rest of us will have to make do with a postcard. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wollen wir zur University oder wollen wir wäre hier oder nach Tumble? Wir gehen erst noch aufs Land und gehen dann zur University. Ich finde, das ist eine gute Idee. Damit fangen wir jetzt mal an. So, das Krankenhaus von Tumble. Zu unserem Glück kommt es da aber jährlich zu hunderten von Knochenbrüchen. Hervorragend. Ja, also eine schöne Erdbebenregion noch. Na, das ist ja nobel. Temperatur. Okay. Mal eine ganze Übersicht verschaffen. Groß ist es ja jetzt nicht. Temperaturkomfort von 60%. Alles klar, dann fangen wir doch mal an. Zeug. Wir bauen schon mal eine Frakturstation. Patients should wash their hands at all times. Ich denke, die machen wir ein Tickchen größer. Fünf gleichzeitig betreuen, das ist schon mal nicht schlecht. Krankenpfleger stellen wir natürlich auch noch ein. Jetzt natürlich die typische Arztpraxis. Schon noch. So, Raum ist fertig. Natürlich noch ein Arzt. Oh, nehmen wir doch sie hier. Als allererstes. I mean, who doesn't like gardening? Digging up a bit of soil. Drei Bänke erstmal hin. Reicht erstmal fürs Erste.
Mal gucken, was wir auf Dauer jetzt brauchen. Was so für Krankheiten entdeckt werden. Was haben neue Krankheiten entdeckt? Armleuchter. Frakturstation, okay. Dann bauen wir hier auch schon mal ein, zwei Bänke davor. Und dann auch hier Getränke und Snackautomat. Noch ein Pflänzchen. So, waren hier die Heizkörper. Diagnosezimmer. Brauche ich doch auch gleich. So, fürs Erste. Hier wird es ja gleich warm. Alles gut. Zimmer, Zimmer, Zimmer. Allgemeine Diagnose. Die bauen wir gleich nebenan. Körper. Sieht schon ganz gut aus hier. Fürs Erste. Nochmal eine Bank. Gibt es denn hier in der Station? Gucken wir mal. Da ist er weg. Der Gipsarm. Er wurde von Armleuchter geheilt. Bauen wir natürlich ratzfatz. Vier Betten sind wir da erstmal. Ja. Die Heizung wurde verkauft. Aber die kriegen wir hier wieder hin. They said he was too old. They said he looked ridiculous. 86% Komfort, das ist doch in Ordnung. So, was gibt's denn Neues? This summer, Roderick Cushion returns as Perilous Spandex. 6 Patienten. 90 Tage. Ja, wir probieren es mal. So, kommen da unsere Notfallpatienten? Ja, da kommen sie.
4 Betten gibt's. 6 soll ich heilen. Ich denke mal, die haben eh Vorrang. Es warten schon 7. Kriegen wir hin. Bis jetzt beschränkt das Ganze ja auf. Achso, 2 Krankheiten. Da muss ich weitermachen. So, noch 48 Patienten heilen, dann haben wir es auch schon geschafft. Was dauert denn das? Lass die Leute da rein. Los! Oder vielleicht noch mal Bett hinzufügen können. Ja, ein weiteres Bett. Boah, ich glaube, es liegt ja in der Umkleide. Dass das da nur Stück für Stück vorangeht. Hm, 3 Patienten Geld. Apropos, ich habe noch keinen Hausmeister eingestellt. Das machen wir doch gleich mal. Und hier gibt es ein Update, habe ich gesehen. Nicht die Schwester, sondern er das hier. So. Und mir fällt ein, wir brauchen noch einen Pausenraum. Und Toiletten fehlen ja auch noch. Es fehlt nicht mehr viel. Einen Sessel wollen wir noch. Einen Sessel nehmen wir noch. So. Ist der ernsthaft kalt? Gibt's ja nicht. So 95%. Das ist schon fast zu warm. So, was war es jetzt hier? Hier war Weiterbildung benötigt. Okay, nicht jetzt. Wir nehmen es mal. Apotheke. Die bauen wir doch gleich als nächstes. So, Gehalt haben wir einen. Oh, das wird aber jetzt eng. Fehlt ein Arzt, sehe ich gerade, der muss zur Pause. Da wir nur einen Arm haben bis jetzt, stellen wir nochmal einen zweiten ein. Und wir nehmen gleich mal einen Psychiater, wir brauchen bestimmt nochmal einen. Der kann ja auch hier arbeiten. Befördern wir. Auch wenn sie gerade eine Pause macht, wir sind nicht so.
Oh, da ist ein Patient gestorben. Das Update ist schon durch, dann machen wir doch hier mal ein Update. Zwei Stück noch heilen. Das könnte eng werden. Und. Hat wohl zu lange gedauert. Zwei von sechs Patienten. Der Ruf ist natürlich nach hinten losgegangen. Nein! Wo die anderen auch dabei sind. Man zieht sich noch um, bevor sie stirbt. Naja. Toll, jetzt haben wir den Geist hier. The hospital may well be haunted. Gut, du kannst dich gleich mal darum kümmern. Habe ich sie eingestellt, damit sie Geisterjäger machen kann? Jetzt holst du den Staubsauger raus. Voran. Wir probieren es mal. Sehr gut, der Reporter ist da. Wo wir sie den beeindrucken können. Und wie das Ganze ausgeht, ob wir ihn beeindrucken können oder nicht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin, ciao.